Hallo und herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich pausiere mal gerade das Spiel. Denn ja, wir haben hier ein paar Ermittler auf unsere Base zu laufen. Und ich glaube, egal was wir machen, die kommen hier rein. Ich werde daher jetzt die Anweisung ändern. Wir haben ja, oder zumindest ist es eine Vermutung am Ende der letzten Folge gewesen, dass das hier eben diese Ablenkungsaufgabe nur von Leuten, die im Casino angestellt werden oder angestellt sind, gemacht werden können. Hat der Satz jetzt überhaupt noch einen Sinn ergeben? Ich hoffe schon. Wir werden diese Leute jetzt umbringen, ja, weil seek and destroy this intruder. Ich glaube, anders wird's nicht funktionieren. I want that intruder dead if you find them. So. Und wir gehen jetzt hier raus und helfen unseren Angestellten natürlich auch weiter. Da sterben unsere eigenen Leute schon. Aber wir sind natürlich viel zu wenig. Wir machen jetzt Folgendes. Wir geben hier erstmal Abadali Flächenwirkung. Das gibt mehr Moral. Ich glaube, die brauchen wir auch ganz dringend. Weil wir sind jetzt hier alle... Oh, weia! Oh nein, das ist gar nicht gut. Oh, unsere Gesundheit geht drauf. Das funktioniert so nicht, Leute. So, warte mal. Gesundheit ist... Wo ist die Gesundheit? Ist auf 140? Von was? Oh, shit nochmal. Gut, okay. Eieieiei, also das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Ich glaube, das nächste Mal lassen wir die einfach in die Base eindringen und sich so ein bisschen verteilen. Dann können wir, glaube ich, ja, sorgenfreier kämpfen, wenn die ein bisschen verteilt sind. Meine Güte. So, wo können wir denn jetzt wieder gesund werden? Das ist die Frage der Fragen. Ich denke mal, dass das vielleicht automatisch passiert. Die eine Welle von Ermittlern ist eingetroffen. Ich hoffe nicht, dass schon wieder welche da sind jetzt. Das ist, glaube ich, noch die alte Meldung hier. You're running low on power. Build more generators. Ja, und Strom wird auch knapp. Wir haben nur noch einen Energieüberschuss. Und wir wollten den Generatorraum ja eh vergrößern. Und jetzt haben wir halt auch gerade Geld. Das können wir also auch gut machen. Kraftwerk. So. Ja, die Frage ist, wie groß möchte ich ihn denn haben, den Kraftwerkraum? Erstmal so. Ja, die Ecken können wir hier nicht mitnehmen. Weil da ist das bessere Gestein. Wir könnten jetzt natürlich auch die Tür hier hinsetzen. Und dann da die Wand machen. Ich glaube, das kommt aber etwa aufs Gleiche raus. Schauen wir mal. Gegenstände, Tür bewegen. Hier hin. So, aus welchem Grund geht das jetzt da nicht? Muss da Wand sein? Kann das sein? Dann machen wir das. So. Bewegen. Dann geht's. Alles klar. Und dann geht's weiter mit Wand hier. Tja, wie kriege ich da jetzt Wand hin? Mit Erde. So. Okay. So wird es funktionieren. Dann bestätigen wir das mal. Und wenn der Raum umgebaut ist, dann kümmern wir uns darum, wie wir die Generatoren neu aufstellen. So, jetzt habe ich doch gerade schon wieder ein Schiffshorn gehört. Und da kommen tatsächlich schon wieder Ermittler. Was ist denn da bitte los? Wieso kommen die denn so schnell? Und hier liegen noch die ganzen Leichensäcke. Hm, ist das ein Fehler? Dass jetzt so schnell neue Leute kommen. So, beseitige Leichen 10 von 10, da kriegen wir erstmal 3000 für. So, dann Hauptmission, Nebenhandlung wollten wir auch noch eine starten. Aber wir haben im Moment einfach zu viele Sachen zu tun, ne? Die Ermittler sind da. Wir gucken mal kurz bei den Plänen, was wir da machen können. Hier können wir einmal den Argwohn sinken. Ach nee, da läuft ja momentan noch eine Mission.
Da läuft auch noch eine Mission. Ne, da müssen wir die erst laufen lassen. Argwohn senken machen wir dann danach. Aber ich glaube, was wir gleich mal ausprobieren, ist hier Großalarm ein aus. Denn der sorgt, glaube ich, dafür, dass alle unsere Schergen in Kampfmodus versetzt werden. Das würde uns dann natürlich schon enorm helfen. Würde aber jetzt warten, bis diese Ermittler hier auch, ja, mehr oder weniger eindringen. Ich hoffe, dass wir hier, ja, unsere Gesundheit hat sich noch nicht besonders verbessert. Ja. Ich guck mal, was wir so an Räumen bauen können. Die Krankenstation. Ich glaube, da brauchen wir eine von. Und ja, wie gesagt, das Geld ist da. Dann lasst uns das bauen. Dann kommt die jetzt hier in die Krankenstation. Kein Gefühl dafür, wie groß die sein muss. Ich gehe aber mal davon aus, dass das zunächst mal genügt. Könnten wir den Kraftwerksraum hier sogar noch ein bisschen vorziehen. Das machen wir dann auch noch. Jetzt machen wir erstmal Gegenstände und hier sind Intensivpflegekapseln. Okay. Ja, also wenn das so klein sein muss nur, dann würde ich die jetzt hier hinstellen. So. Ja, es kostet viel Energie. Wir nehmen mal nur zwei Stück, die sind auch sehr teuer. Und dann verkleinern wir den Raum wieder. Upsa, genau falsch gewählt. Machen wir den erstmal nur so groß. Und dann werden wir das Kraftwerk nochmal überarbeiten. Nehmen wir das nämlich noch dazu. Versetzen die... Nehmen wir das hier, wird auch Kraftwerk. Moment, jetzt muss ich... Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So. Und dann nehmen wir diese Tür und bewegen die hier hin. Oder hier. Und dann nehmen wir das einen hierher. Das einen nach hier. Raumtyp. So, und Kraftwerk. So. Bestätigen. So, und damit uns die Energie nicht ausgeht, müssen wir dann auch jetzt schon neue Generatoren kaufen. Wir können sie dann ja noch bewegen. Ich stelle hier erstmal drei Stück rein. Okay, los geht's. So, wie viele Schergen haben wir hier? 26? Das sieht irgendwie weniger aus. Wir warten jetzt erstmal, dass die Ermittler reinkommen. Hoppla, was ist denn hier los? Oh, die Ermittler haben hier wahrscheinlich ihren Verdacht schon stark erhärtet, weil sie durch die ganzen Leichen laufen. Und jetzt muss ich mal gucken, sind schon welche auf dem Rückweg? Weil wenn die ihren Verdacht komplett voll haben, dann wollen die ihre Ergebnisse ja wegbringen. Das heißt, wir müssen hier mal auf Großalarm gehen. Und ich glaube, wir wählen die jetzt einfach wieder aus und bringen sie einfach um. Das heißt, auch unser Superheld kommt hierher. Fein. I want that intruder found and killed. Jetzt sind die natürlich wieder alle hier auf einer Stelle. Ja, ich glaube, die haben ihren Verdacht jetzt. Nee, noch nicht. So, roter Alarm, was ist hier, Leute? Kämpft. Ja, da wird wieder einer sterben. Hier. Moralstärke. Aha!
So, da ist der letzte tot. High Alert cancelled. Affirmative. Ich weiß nicht, was das mit dem roten Alarm jetzt sollte, wenn alle hier weiter ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Ist dann für mich irgendwie wenig sinnvoll. Und jetzt kommen in weniger als einer Minute schon wieder Ermittler. Hallo? I'm thinking. Hallo? So, die Leichensäcke müssen weg. Und zwar rucki-zucki hier, Leute. Warum kann das nicht... Warum kann ich das nicht priorisieren? Warum kann ich hier nicht sagen, sofort machen? Weil, ne, die laufen hier gleich wieder durch und dann ist direkt wieder Verdachtsmoment hoch. What to do? Oh, weia. Und hier laufen sie alle rum und tun nichts. Sieben Sekunden. Ich werde die Geschwindigkeit mal kurz hochstellen. Da kommt das Schiff, man hört es schon. Tröten. Okay, da legt sich jetzt einer rein, der krank ist. Die Frage, können wir da auch rein? I think not. I think not, also nein. Ah, super. Tja, dann müssen wir noch rausfinden, wie wir den wieder gesund bekommen. Und da kommt die Ermittler. Na, herzlichen Glückwunsch. So, wenigstens werden jetzt ein paar Säcke hier entsorgt. Aber die hinter der Tür sind immer noch da. Ich stelle diese Tür mal auf Stufe 2, weil die kommen eh rein, die Ermittler. Moment mal. Die Ermittler haben sich umgezogen. Boah. Genie und Handlanger können diese Verkleidung leicht durchschauen. Na, Gott sei Dank. Das ist mir jetzt aber auch nur aufgefallen, weil ich gedacht habe, wo kommen denn jetzt die ganzen Handlanger hierher? Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Status, so, die will einen Leichensack verbrennen. So, wir müssen sie schon wieder umbringen. Das ist total ärgerlich. Ist das auch ein Ermittler? Jawohl. So, dann geben wir nochmal großen Alarm hier, in der Hoffnung, dass diesmal besser funktioniert. Geschwindigkeit runter und dann gucken wir mal zu. So, jetzt wird hier auch ein bisschen was getan, aber es kommen wieder nur ganz vereinzelt Schergen. So, der ist schon voll vom Verdacht hier, müssen wir ausschalten. Gibt's doch gar nicht. So. Okay, haben wir überstanden. Dann können wir jetzt das Kraftwerk richtig einrichten. Was bitte? In 20 Sekunden kommen die nächsten. Ey, was kann ich tun? Ernsthaft.
Wir brauchen einen größeren Kontrollraum. Und wir müssen irgendwie den Argwohn runterbringen. Ich glaube, dass das nämlich das Hauptproblem ist. Also, das Ding ist ja fast abgeschlossen. Ja, die Ermittler sind eingetroffen. I'm thinking. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen auf die Mission und wir nehmen jetzt hier als Nebenhandlung starke Hand. Wir brauchen nämlich Wächter. What we need is a little more muscle around here. You there? How much can you lift? About 70 kilos on a good day. 80 if I use both hands. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets. Gut. So, damit ist die Aufgabe gestartet. Jetzt müssen wir einen Wächter von der Weltkarte entführen und das geht hier halt über die Aktionen. Da ist einer. 5 Arbeiter sind dafür nötig. Und den Wächter, den wir entführen, den müssen wir in eine Zelle sperren und befragen. Das heißt, wir können die Aufgabe starten, ja, aber wir brauchen einen Gefängnisraum. Ein Gefängnis. Können wir schauen, wo das ist. Da. Gefängnis. Das war jetzt nicht das größte Geheimnis. Schade, dass wir diesen Raum nicht gut nutzen können. Vielleicht hier einen Flur reinlegen, aber dann... Ja, wir müssen forschen, müssen wir. Das ist ganz wichtig. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir verlängern hier den Gang. Und dann machen wir noch was. Verlängern auch da den Gang. Ja, und dann machen wir das Gefängnis hier. Mit einer Zelle erstmal nur. Ich nehme 2 Zellen. Wir müssen alles später größer bauen. Und da kommt der Befragungsstuhl hin. Okay. Das lassen wir laufen. Warning. Not enough power to power this build order. Schon wieder zu wenig Strom. So, jetzt ist ein Plan fertig. Das heißt, jetzt können wir erstmal den Argwohn senken. Das ist Wächterentführung. Da ist Argwohn minus 50, dauert 10 Minuten. Hier kostet 5000 Gold. Machen wir das. So, dann ist der Argwohn hier schon mal runter. Kann ich einen laufenden Plan eigentlich abbrechen? Das geht. Dann breche ich das mal ab. Und dann werden wir auch hier den Argwohn einmal senken. Not enough gold to complete this construction. Jetzt haben wir nicht mehr genug Geld für den Bau. Aber gut, erstmal den Argwohn runterkriegen. Und ein bisschen unterm Radar fliegen.
dann werden wir doch erstmal nur eine Zelle bauen. Und das Kraftwerk ist riesengroß jetzt. Es ist vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Ja, auf Dauer sicher nicht. So, editieren. Bewegen. 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 Der bleibt schön hier vorne. Und der kommt... hier hin. Ich überlege, ob ich hier einen Flur durchmache. Raumtyp Flur. Raumtyp Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis. Hier ein bisschen kleiner. Mein Gott. So. Die Zelle. Hierhin. Den Verhörstuhl. Hierhin. Das reicht halt nicht. Wir müssen es eigentlich noch kleiner machen. Oder wir lassen das mit dem Flur hier. Kann ich das alles rückgängig machen? So, das lassen wir jetzt erstmal laufen. Kommen jetzt eigentlich noch Ermittler oder nicht? Waren die auf dem Weg? Bin ich schon wieder nicht sicher. A scheme has succeeded. Jetzt müssen wir halt auch erstmal wieder auf die Kapazität kommen. 26, 27 ist Maximum. Wir könnten jetzt noch weitere Schließfächer kaufen, aber jetzt wird das Geld halt langsam knapp. Da kommen neue Schergen, wunderbar. Okay, ich denke, das Wichtigste, was... ja, kein Strom, klar, das muss jetzt umgesetzt werden. Das Wichtigste, was wir als nächstes brauchen, ist definitiv ein größerer Kontrollraum. Und ich überlege, wo wir den hinmachen können. Es ist wirklich schade, dass es keinen Blueprint-Modus gibt. Weil, also was ja ganz sicher ist, dass wir hier Flur durchsetzen müssen, damit das alles auch erreichbar ist. Und wenn wir hier einen Flur setzen, dann ist hier auch wenig Platz für Räume in diesem Bereich. Das heißt, erst wieder hier kann man Räume bauen. Schwierig, schwierig, schwierig. Sowas wie Abstellkammern gibt es ja auch nicht. Tarnfirma, ja. Das wäre dann hier halt das Casino. Das könnte man im Grunde halt auch ein bisschen verkleinern, glaube ich, oder? Nee, das können wir nicht verkleinern. Oder? Nee. So, jetzt kommt nochmal ein Schiff und ich hoffe, dass da keine Entwickler aussteigen. Das Problem ist auch hier, der Aquamesser, der funktioniert schon wieder nicht. Ich fürchte also, dass da auch immer noch ein Bug ist. Ja komm, wir lassen das jetzt erstmal laufen. Und dann schauen wir mal. Na, es kommen natürlich Ermittler. Aber das ist so ärgerlich, Leute. Your criminal networks are idle. Ja. Consider running some schemes. Ja, ja, ja. Wir sollen ein paar Schemes laufen lassen. Würde ich ja gerne. Wir
entführen jetzt einen Wächter. Weil es ist ja ziemlich absehbar, dass wir unbedingt einen brauchen. Holen wir hier den. 5 Arbeiter, 20.000 Gold, 30 Sekunden. So, die fehlen natürlich jetzt hier. Es sind aber nur 3 Ermittler diesmal, nicht 5. Das ist schon mal angenehm. Haben wir denn die Leichensäcke weg? Da liegt noch einer, Mist. So, wie viel Strom? Jetzt haben wir nur 4 Überschuss. Ah, da müssen wir auf jeden Fall noch einen Generator bauen. Ha, und jetzt haben wir kein Geld mehr. Und der Stuhl, wie viel Strom braucht der? 2. Ah, das können wir uns noch leisten, dann läuft das noch. Das läuft noch, alles gut. Okay. So, dann jetzt ganz vorsichtig. Erstmal die Ermittler ausschalten. Das machen wir jetzt auch frühzeitig, weil... Da ist ein Intruder hier! Kill them! Warten lohnt sich halt nicht. Wir bleiben mal da stehen. So, Wächterentführung läuft. Da gehen die Schergen zum Helikopter. Und wir werden jetzt einen neuen Plan für Geld starten. Und zwar dann hier. 10.000, 3 Arbeiter, 3 Minuten. Das machen wir. You're running out of gold. Maybe rob a bank? So, da wird gekämpft schon. Einer von denen war schon wieder getarnt. Jetzt sind wir hier wieder alleine. Ist total gut. Sehr schön. So, okay. On my way. Achtung, du bist fast tot. Ja, wir müssen jetzt irgendwie gesund werden. Und ich weiß nicht wie. Affirmative. So, da kommt der Wächtergefangene, das ist schon mal gut. Dann ist das nächste, was wir brauchen, ein Trainingsraum, damit wir selber Wächter ausbilden können. Und den können wir uns halt nicht leisten. Wir müssen jetzt also weitere Pläne ausführen. Jetzt ist die Bedrohung hier schon wieder so hoch. Müssen wir halt Arbeiter aufwenden, um den Argwohn zu sinken, weil der ist hier auf 20. Wartet mal, hier kostet 30 Argwohn, 15 Argwohn. Dann machen wir erst das hier, weil wir mehr Geld brauchen. An intruder has been captured. Ja, da ist er, in der Zelle. Und jetzt können wir den befragen. Moment, auswählen. Ah, die Entschlossenheit muss, glaube ich, erst runter. Optional Objective complete. Oh, Geld ist gut, weil Optional Objective complete, das höre ich gerne. Genau, Verschergenanheuerung. Ja, wir müssen eskortieren und dann das Gerät auswählen. So war es, genau.
So, wer ist zugewiesen? Sie macht's, alles klar. What to do? Und in knapp 2 Minuten kommen neue Ermittler. Muss das so schwer sein? Mache ich da irgendwas falsch, oder? Build more generators. Fiese Fiebel. Es ist halt etwas schade, dass wir diese Kapsel nicht nutzen können. Warte mal. Refugium. Ein wichtiger Rückzugsort für jedes fiese Genie. Schreibtisch, Konferenztisch. Stellt Roter Ivans Werte wieder her. Ja, hier. 15.000? Wow. Okay, wo bauen wir das Refugium? Oh Mann. Hier. Not enough gold to complete this construction. Ja, das Gold kommt hoffentlich noch. So, wir haben das Training durch. Das heißt, wir können jetzt Kampf ausbilden. Das heißt, wir brauchen unseren Trainingsraum. Wir müssen also jetzt wirklich Geld. Wir müssen uns gegen die Ermittler wehren. Das finde ich wirklich. Also ist klar, dass mehr Argwohn auch mehr Ermittler auf den Plan ruft und scheinbar auch häufiger vor allem, aber die Abstände sind sehr kurz und ist fast ein bisschen zu schwer, möchte ich sagen. Wir spielen auf Mittel, ne? Also schon tough, muss ich sagen. Hier könnte noch ein kleiner Raum hin oder ein etwas größerer, länglicher Raum. Und ich vermute halt, dass wir hier später irgendwas machen können. Deswegen lasse ich jetzt mal das hier so mit dem Gang angedeutet und baue den Gang jetzt hier entlang. So, Bau Refugium haben wir fertig. Jawohl. Ein
Plan ist abgeschlossen. Sehr gut. Das wird... Das sind beide gewesen. Das heißt, wir können jetzt die... den Argwohn nochmal senken. Das kostet halt 5000. Da können wir es nicht machen. Hier können wir den Argwohn senken für 3 Arbeiter und 10 Minuten. Komm. Die 5000 Gold können wir nicht ausgeben. Halt, da. Ja, alles klar. So. Starte Platten. Das heißt, jetzt haben wir erstmal kein Geld und Schergen gebunden in Tätigkeiten. Weil wir können ja immer nur eine Mission machen, bis zum Aufrüsten, glaube ich. Aber das geht durch Forschung und jetzt haben wir halt uns aufgrund der akuten Bedrohungslage, in der wir uns befinden, halt erstmal für die Wächter und nicht für die Wissenschaftler entschieden. Jetzt müssen wir aber eben schauen. Da kommen die Ermittler. So. Wir warten jetzt, bis die drin sind. Hier sind ja keine Leichensäcke, das heißt, die kommen hier rein und dann werden wir sie alle enttarnen und töten. Und ich mache jetzt mal die Geschwindigkeit kurz hoch. Ich weiß gar nicht, was die immer hier hinten überall rumrennen. Das ist wirklich so... Ah, jetzt gehen die schon zielgerichteter. Die sind ja auch schon mal hier irgendwo reingerannt. Tarnfirma wäre halt wirklich was. Und den Diener-Typ freischalten. So, und wir halten uns als Oberschurke jetzt raus. So, und jetzt, wenn die sich aufteilen... Jetzt verkleiden die sich alle. I have reports of an intruder in the lair. Kill them! An intruder is in the lair. Kill them! Ja, da ist schon der erste Scherge tot. Müssten meines Erachtens viel flotter aktiv werden. Na, der rote Alarm bringt was. Jetzt sind auf jeden Fall mehr Leute dazugekommen. Okay. Gut, dann haben wir es diesmal ohne Genie geschafft. Und jetzt müssten wir doch aber eigentlich unsere Werte auch verbessern können. Das Ding ist da. Kann ich das benutzen? Nein. Kann ich nicht benutzen, schade. Ah doch! Schau mal! Jetzt stehen wir da und halten eine Rede. Genau, bla bla bla. So, und jetzt werden die Werte hoffentlich besser? Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eine Sorge weniger. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Wir sind ja schon ein Stück weit gekommen, haben ein bisschen was rausgefunden. Wir müssen jetzt einfach mehr Geld verdienen. Da kommen, ich wette, da kommen die nächsten Ermittler raus. Und? Ja, natürlich. Ja. Das finde ich halt hart. Das finde ich wirklich hart. Aber gut, wir werden es schon irgendwie überstehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.